Sensors online. Weapons online. All systems. Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs in der Viper A mit den Standard 0.15 Omni-Ports, die in dem Gerät drin sind. Und da dann ausgestattet mit 4 Clan IA Medium Lasern. Wir feuern sie mal ab. Das Ding ist noch komplett unilevelt. Das ist auch mein allererstes Match überhaupt in einer Viper. Schön mit den Jumpjets hier runtersegeln. Beim Cappen helfen, dem kleinen No-Kist. Und mit fast 130 km/h ist es irgendwie schon ein cooles Gefühl, mit diesem 28 Damage Alpha Strike durch die Gegend zu heizen. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ding so schlägt. Also man kann sich auf jeden Fall immer gut, schnell, schön in irgendeine Position bringen. Der Gegner ist bei Epsilon am Start. Ich glaube, man kann ihn mal eben schön mit den Jumpjets pieken. Also da ist noch konkret nichts, aber der kleine Locust kriegt auf jeden Fall den einen oder anderen Nahtschleißer ab. Ja, ich glaube, wir wagen es trotzdem einfach mal rein. Dank unserer doch adäquaten Panzerung können wir das mal versuchen. Ups, runtergefallen. Und vorwärts hier. Ach, fuck ey, das ist echt wieder so unfassbar träge, wenn man einen ungelevelten Mech fährt. Whee! Selbst wenn es sich hier um einen ziemlich schnellen Medium-Mech handelt, der theoretisch wirklich fein futtelig durch die Gegend heizen kann und so was, na, ist es irgendwie doch so die Reaktionszeit einfach bei dem Gerät. Wenn man etwas so schnell fährt, dann erwartet man einfach mehr. Also Jumpsnappen geht auf jeden Fall schon mal klar. Wow, 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 ich hänge hier irgendwie fest. Irgendwo in ein Loch gejumpt, wo ich nicht mehr rauskomme. Fuck! Wow, wow, wow. Das ist ziemlich beschissen. Schön Dackerhagel, toll, danke Spiel. Oh Mann, ey. Aber gut, so schnelle Max sind ja auch theoretisch nicht meine Stärke unbedingt. Wie Kid Fox, in your face mit deinen Streak Shorten Schmisser. Alter, 3 Streak SM6er, wow. Gleich ist das Beinchen weg. Ich gehe da mal. Ich habe Besseres zu tun, als mir mein Bein wegsäbeln zu lassen, mal ganz ehrlich. Uiuiui, fuck ey. Bei dem Shadowhawk, da könnte ich auf jeden Fall mal... Ich glaube, da kann ich ein bisschen mit dran rumlöten. Na? Ach, schade. Ich wollte gerade Fire Support geben, Leute. Ach, du da hinten, du ekelhafter Vogel, ne? Foxtrot. Triple AC2 Shadowhawk oder was? Medusa. Medusa. Yo. Der Dacker Shadowhawk. Ekelhaftes Gerät. Das macht unfassbar viel Spaß, das Ding zu fahren, ganz ehrlich. Und den Flug abbremsen. Zack, hinhergeiz. Ja, Beschleunigung ist echt noch so. Ich sag mal nicht die Stärke von der Kiste, so wie ich sie jetzt gerade habe im Moment, mit der, wie es gelevelt ist. Ja, ja, wir sind hier, Bro. Also man kann auf jeden Fall gut vorne mit der Leitmasse mitschwimmen. Ich denke mal, wenn das Ding richtig gelevelt ist, kann man hier auch richtig fett mit abräumen. So, Theta ist hier, glaube ich, gerade ein großes Problem. Aber wir sollten rüber zu Sigma. Ich glaube, da haben wir etwas bessere Chancen, den Punkt zu schnappen, ohne zu sehr auf die Nase zu kriegen. Wenn wir auf dem Capwin hinarbeiten würden. Ich bin zwar eigentlich einer der schnellsten, aber irgendwie denke ich mir so, der Pirates Band oder der Kommando, die könnten das mal wesentlich besser machen. Mit ihren Geschwindigkeiten. Harbert. Oder Herbert. Herbert. Komm, einfach mal ein bisschen mit draufhalten. Wow, in seinem Evanjack Herbert. Na, dreht Herbert nochmal eine Runde hier lang. Ah, komm, da hat jemand anders Herbert gekillt, ne? Schade, ich dachte ja eigentlich, ich könnte den Kill abstauben. Ah, der Arm ist weg, da kann ich auch noch mit leben. Besser, als wenn mir das Bein flöten geht. Mit nur noch 40 km/h mit diesem Mech durch die Gegend heizen, ist dann auch, ich glaube, echt kein Geschenk. Beide Beine sind inzwischen... Oh, verdammt nochmal. Da kommt ein dicken Atlas angeheizt. Ich bin weg, Leute. Das ist hier echt nicht meins. Massig viel Feind. Ich gehe mal eben lieber, ich glaube besser Sigma kappen. Kappen, campen. Erobern. Ja, ja, das ist was ich mache. Ich bin ein Eroberer. I'm a Conqueror. Conqueror. Mal schön Sigma einnehmen. Ah, unsere Leute haben sich inzwischen Theta geschnappt, was gar nicht mal so verkehrt ist. Aber wir müssen auf unsere Cap-Points achten. Easy peasy, weil der Gegner hat im Moment 3 und wir nur 2. Wir sind zwar vorne mit den Cap-Points. Aber wenn der Gegner das ist, behält, weil der Unterschied ist, die Differenz ist nicht so riesig, sagen wir mal, ne? Fuck, jetzt holt sich der Gegner Epsilon. Epsilon? Da ganz am anderen Ende der Map. Alter Schwede.
Ich hoffe mal, mich überrascht hier keiner. Ich hätte dem nicht so viel entgegenzusetzen. Komm schon, werd blau, Sigmar. Ich muss einheizen, ich muss mein Team supporten. Wenn ich eine gute Position finde, ein bisschen weiter oben, dann kann ich sogar tatsächlich weiter draufhalten, ohne meine Beine zu sehr zu gefährden. Jetzt ist man direkt wieder eingeheizt. Welche hier? Und mal kicken, wo wir dem einen oder anderen noch eine mitgeben können. Der Timber, schön den Center auf. Oh. Ist das lecker oder was? Da. Und. Yes! Fein weggesniped den Atlas. Killsteal. Wow. Der Battlemaster ist so erntereif. Gib ihm. Oh nein. Oh fuck. Tschüss, Beinchen. Ja, ja, komm. Nächsten Atlas mitnehmen. Ach. Fuck, er hätte mein Laser noch ein Mühe länger gestrahlt. Dann wäre es wieder mein Kill geworden. Aber nee. Aber sehr schön. Dass ich so lange mit den offenen Beinen überlebt habe. Also ein bisschen Respekt an mich. Nein, Respekt an mein Glück auf jeden Fall. Ich selber habe mir gar nicht so viel Respekt verdient. Ich bin einfach nur ein verkackter Lacker. Da holt sich irgendjemand anders jetzt Kilo. Dann kann ich weiterlatschen mit meiner Supergeschwindigkeit. Kilo brauche ich jetzt ja nicht cappen gehen. Und es ist noch einer übrig. Oh, der könnte mir gefährlich werden. Wer auch immer das ist, wo auch immer er steckt. Ich habe bereits jetzt mega Angst vor ihm. Das ist geil. Jetzt kann man mal sehen, wie schnell der Torso reagiert. Zip, zip. Einmal so kleine Mausbewegung. Schwupp und rüber. Schwupp und rüber. Das ist auf jeden Fall ziemlich sexy, muss ich sagen. Ja, dieser Mech, könnte was werden. Also damit könnte ich mich auf jeden Fall mal wieder so ein bisschen mehr den schnelleren Mechs annähern. Weil er hält ganz gut was aus. Für so einen Speedy Mech auf jeden Fall. Ich sag mal für einen Light Mech. Weil was anderes ist es im Prinzip ja nicht. Und kann entsprechend trotzdem fein was austeilen. Oh, Sigmar. Gehe ich da jetzt hin? Es muss irgendwas Schnelles sein. Wahrscheinlich was Schnelles, was gefährlich ist. Ich kann es aber nicht lassen. Ich muss ja zumindest mal gucken gehen, ne? Sigmar, schauen, was die Zicke da auf tut. Läuft der Frakt hinterher? Nee, aber Medusa, also eine zweite Viper. Komme ich da wo hoch mit meinen Jumpjets? Ist ja mal ein Versuch wert. Delta, Medium. Eine Viper auch nur mit einem Bein. Und dem Bild habe ich ja auch bei meiner Mech-Vorstellung vorgeschlagen. Oh, er will sich selber hier niederschmettern. Er will sich das Bein zerstören. Komm, spring, flieg nochmal hoch. Komm hoch, flieg, flieg, flieg. Und? Wo bist du? Ach, hat er nicht hoch genug geschafft. Schade. Well played. GG. Rogue Trooper 42, hat eine Surprise Ride gekommen. Mich würde es ja jetzt auch mal interessieren, ob ich da irgendwie mal gut was abgreifen kann. Ich meine, wahrscheinlich nicht, ne? Die Wahrscheinlichkeiten sind, ich denke mal, ziemlich gering. Aber interessant finde ich es trotzdem noch. Alter, der hat aber gut abgeräumt. 348.000. 9 Assists mit der Kiste. Also ich würde mal sagen, prinzipiell, das läuft. So als feiner Supporter und so was. Also man ist ja wirklich schön, ja, das was man mit einem Light-Medium-Mech halt macht. Schnell unterwegs sein, immer einheizen, Hackengas, Fesengeld, zack, zack, dahin, wo es gebraucht wird, immer schön drauf und schnell wieder weg. Und was man auf jeden Fall ziemlich viel braucht, ist Glück, damit man die Beine nicht so früh weggeschossen bekommt. Ich hatte die Beine ja so früh auf, aber der Shadowhawk mit seinen AC2ern, der hat mir, glaube ich, auf Distanz, wo ich festhing, wirklich schlimm das Bein aufgeschossen. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, das ist jetzt so, das komplette Match ist in meinem Kopf schon wieder einfach Grütze, aber ist so meine Vermutung, dass der Shadowhawk damit einiges zu tun hatte. Oder zumindest die Position, die Stelle auf jeden Fall, wo ich da so festhing. So, wenn er fertig ist mit dem Connecten, Ring, Ting, Ting, das können sie irgendwann auch nochmal verbessern, aber sie arbeiten ja dran. So, so sieht das Ding im Moment aus hier. Das ist übrigens die Franken-Kamo. Ich finde sie nicht so gelungen. Man sieht hier zwar so das Skelett der Viper halt, ne, der Schlange. Aber ich finde, sie hätten die Nase noch viel mehr mit einem einbearbeiten können, einbeziehen können. So von der Schnauze her, dass hier der Oberteil von dem Kopf ist und hier der Kiefer. Und dass man dann so ein richtig dickes Skelett hat oder so. Also, ich weiß nicht so recht. Aber ansonsten mit den Decals bin ich sehr zufrieden. Also ich bin nicht der Kreativste oder so. Das, was ich gemacht habe, ist für mich in Ordnung. Wenn ich mir mal richtig Zeit nehme, könnte es vielleicht irgendwann anders aussehen. So, so sieht das Ding bei mir aufgebaut aus. Und dann könnte eigentlich die Arme nochmal abpanzern, fällt mir gerade ein. Also beim rechten Arm auch nochmal runter auf 15 und im Kopf runter auf 11 und dann die Beine beide voll panzern. Weil, das hat man jetzt ja doch mal im Live-Einsatz gemerkt, dass da vielleicht dezent
die volle Panzerung vonnöten ist. Dann hätte ich nämlich vielleicht sogar noch beide Beine gehabt. Der Atlas, der ging. Dann hätte ich nämlich vielleicht sogar noch beide Beine gehabt. Der Atlas, der ging ja down, bevor er mir aufs andere Bein nochmal halten konnte, richtig schlimm. Und entsprechend hätte es vielleicht einen besseren Ausgang genommen. Ach, man weiß es auch nicht. Ja, so sieht der Ding auf jeden Fall aus. Die Arme sind mehr Deko als sonst was. Und die Medium Laser da rein, wo es geht. Also schön in die Torso-Teile rein, damit man die Arme halt ein bisschen abpanzern kann. Und den Rest einfach fein auffüllen mit Double Things. Besten Dank fürs Zugucken, Leute. Traumhaften Tag noch. Ihr könnt mir gerne mal eure Viper-Builds vorschlagen oder generell Max, die ihr noch sehen wollt. Denkt dran, also das ist ja jetzt natürlich gerade erst angelaufen. Das sind ja noch über 10 Tage. Aber ne, haut unter das entsprechende Video in die Comments euren Link für ein paar coole Deco-Screenshots. Und zeigt mal, was ihr drauf habt. Vielleicht kriegt ihr ja die MacBay und den einen Tag Premium-Zeit. Das könnt ihr übrigens auch gerne machen, wenn ihr eigentlich schon voll ausgestattet seid. Weil vielleicht zählt ihr ja zu den Leuten, die gerne mal irgendwie im anderen mit sowas eine Freude machen wollen oder sowas. Naja, besten Dank fürs Zugucken, Leute. Haut weg.